Hi Leute, herzlich willkommen zu Mechabellum. Ich habe aus der Not heraus mal die Elite-Spezialisierung getestet. Und zwar gerade eben bei einem Spiel und wir schauen jetzt gemeinsam das Replay an. Die Elite-Spezialisierung bedeutet, dass man 100 mehr Supplies in der ersten Runde bekommt, also 100 mehr Geld. Und alle Einheiten, die man rekrutieren kann, sind direkt auf Stufe 2. Heißt aber auch, die kosten nochmal die Hälfte mehr als normalerweise. Klingt erstmal krass gut, aber ist teilweise schwierig, überhaupt Einheiten zu kaufen. Ne, wie man sieht hier links, bei mir kostet der Fang 150, Sledgehammer kostet 300. Naja, ich habe es gewählt, weil sonst die Einheiten mir überhaupt nicht gefallen haben, die bei den Startern dabei waren. Weil entweder kein Schaft dabei war oder es waren, ich glaube, Crawler und Mustangs und das fand ich dann auch blöd. Und dann dachte ich mir, ja, nehmen wir doch mal die Fangs und Sledgehammer. Ich habe mir dann eine Arclight geholt, nochmal ein paar Fangs dazu. Das finde ich auch ein großer Nachteil, dass man halt den Chaff, Crawler und Fangs auch nur auf Stufe 2 holen kann. Weil das sind trotzdem One-Shots für die meisten Sachen und die leveln dann einfach nur die gegnerischen Einheiten sehr schön hoch. Naja. Hier seht ihr jetzt meine Platzierung. Das war tatsächlich keine Absicht, dass die Fangs unterschiedlich platziert sind. Aber es soll vorkommen. Eigentlich wollte ich hier Platz lassen, dass ich noch Crawler dazwischen machen kann. Hier habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Okay, die Runde kann jetzt ruhig mal losgehen. So, Gegner hat noch Stormcaller geholt. Er hat den Spezialist mit 200 mehr Geld in der ersten Runde. Quick Supply ist natürlich auch relativ stark, gerade für die ersten paar Runden. Mehr Geld ist natürlich nie verkehrt. Nun, wenn man sich vielleicht in den ersten Runden einen Vorteil sichern kann, können wir vielleicht direkt die Einheiten aufleveln, den Vorteil weiter aufbauen. Aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass man am Ende gewinnt und nicht die ersten Runden. Ist natürlich schwierig, ne? Gegen so eine starke Armee, die er da hat. In der ersten Runde hat er einen starken Vorteil. So, hier habe ich mir jetzt das Nano Repair Kit geholt. Und die Stormcaller sind natürlich gegen alles, was wir haben, stark, ne? Wir sind alles relativ langsame Einheiten. So, ich habe jetzt hier noch ein paar mehr Sledgehammer geholt. Die sind direkt auf Stufe 2. Das ist natürlich schon eine Bombe, so in Runde 2. Die bekommen deshalb auch den Nano Repair Kit. In der Hoffnung, dass die halt die Schüsse von den Stormcallern regenerieren, bis sie nah genug dran sind. Das war so mein Gedanke dahinter. Ah, er hat jetzt schon einiges an Crawlern. Das heißt, hier links wäre vielleicht ein Chaff Clear, noch eine Arclight zum Beispiel ganz cool. Aber ich will natürlich selbst auch noch genug Chaff haben. Ja, und die Crawler auch direkt Stufe 2. Das ist halt blöd. Er nutzt den Mobile Beacon, um die einmal hier in die Mitte zu steuern. Ganz coole Idee eigentlich. Auch schön, wie meine Einheiten richtig Platz machen. Er pullt die schön auseinander und will dann in die Mitte rein, aber die werden dann natürlich trotzdem weggemacht jetzt von meinem Sledgehammer und Arclight. Sledgehammer ist ja auch so ein bisschen Chaff Clear, aber nur so halb. Ah, und ihr seht hier, die Sledgehammer bekommen Schaden.
von den Stormcallern. Und heilen ihn aber auch wieder. Also das ist jetzt so ein bisschen unsere Carry-Unit. Scheint auch ganz okay zu klappen. Ne? Hier hat er jetzt auf der Seite sich durchboxen können. Aber hier kommt ja noch ein bisschen was. Okay, Runde 3. Also ich sag euch gleich, ich habe in der Runde relativ unkonventionell gespielt. Ich habe viele Tabus gebrochen, sehr früh schon Kredite geholt und so, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es sonst machen soll, wenn ich keine Einheiten kaufen kann und meine Einheitenslots, Platzierungsslots auch einfach verschenke für nichts und verfallen lasse. Da blutet auch mein Herz. Und dann musste ich auch teilweise, ja, zu früh Kredite holen, aber sollte man sonst nicht machen. Normalerweise Kredit erst ab Runde 7. Aber, ja, naja. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Also wir haben uns beide für den Overlord entschieden. Bei ihm bekommt der Overlord tatsächlich hier das Nano-Repair-Kit. Dann habe ich tatsächlich noch hier den zweiten Arclight geholt. Ja, so ein Stufe 2 Arclight, der macht die Crawler halt schon weg wie nichts, ne? Hier noch hochgelevelt auf Stufe 3 den Sledgehammer. Ist natürlich gut. Je höher die Lebenspunkte sind, desto mehr regeneriert er auch jede Sekunde. Und er hat noch ein paar mehr Stormcaller dazugestellt. Mit denen habe ich ja so ein bisschen eine Hassliebe. Ne, also wir. Wahrscheinlich geht es euch manchmal ähnlich. Beim Gegner hasst man sie. Bei euch selbst kann man sie manchmal sehr, sehr lieben. Hier hatte ich jetzt das Glück, dass mein Overlord seinen angesteuert hat. Lange bevor seiner meinen angezielt hat. Das war jetzt so die entscheidungstragende Kampf eigentlich in dieser Schlacht. Die beiden Overlords gegeneinander. Weil sonst kann nichts auf die Lufteinheiten schießen. Und jetzt dauert es zwar ewig, aber der Overlord macht die alle weg. Er holt dann zwar noch die Türme, aber bringt ihm ja nichts. So. Dann sind wir in Runde 4. Genau, hier hatte ich mich für die Assault Fangs entschieden. Ich hatte lang überlegt, weil auch Laser Sight auf dem Overlord hätte mir gut gefallen. 30% mehr HP hätte natürlich mit denen hier auch gut synergiert. Aber im Endeffekt habe ich mich dann für die Assault Fangs entschieden. Das heißt, die haben 40% mehr Angriff, 3% mehr Geschwindigkeit und 15 weniger Reichweite. Heißt im Endeffekt, sie erfüllen besser ihre Aufgabe als Chaff. Sie rennen besser nach vorne und ja, müssen auch ein bisschen näher rangehen. Das heißt, sie stehen eher vor den Panzern und decken. Tanken die Schüsse. Ups, ich bin gerade an mein Mikrofon gestoßen. Passiert. Also, ich hole noch einen Stufe 2 Overlord. Der andere bekommt ein Upgrade.
Und ich hole hier noch das Angriffs-Upgrade. Hier seht ihr, ich musste schon einen Kredit aufnehmen. Rapid Resupply. Das heißt, ich habe diese Runde 200 mehr Geld. Und nächste Runde dafür 200 Euro weniger. Ey, 300 Euro weniger nächste Runde. Habe ich 200 gesagt? Egal. Auf jeden Fall macht man insgesamt Minus. Das heißt, man sollte es gerade am Anfang eigentlich nicht machen. Wie gesagt, ab Runde 7 ist es dann okay. Und da sollte man es auch jede Runde wahrscheinlich machen. So, ne, und die Stufe 2 Overlords, die machen jetzt ihr Ding. Zusammen mit den Sledgehammer Carry. Unsere Helden. Sledgehammer. So, die Runde habe ich kurz überlegt, was gut wäre. Die Sabertooth, da könnte man vielleicht noch die Raketenabwehr einbauen, aber weiß nicht, ob das dann so viel bringt. Wir haben uns beide für die 3, Stufe 3 Sniper entschieden. Ja, Stufe 3 Marksman, 3 Stück geschenkt, also wer sagt da nein? Vor allem nachdem er den Overlord verkauft hat und hier den Melting Point aufgestellt mit Reichweite. Da schmeckt natürlich der Sniper. Der kann den nämlich ganz gut wegmachen. Für ihn das Gleiche, ne? Also für die Overlords sind die Sniper natürlich geil. Ich habe mich aber für Mutterschiff entschieden. Das heißt, die spawnen alle 28 Sekunden 4 Wespen. Insgesamt 3 Mal. Also pro Overlord bekommt man quasi 12 Wespen. Aber man bekommt sie nicht sofort. Also man bekommt 3 und dann 4 und nochmal 4, nochmal 4 mit 28 Sekunden Abstand. Das ist ein großer Vorteil, weil die gehen ja schnell nach vorne und dann sterben sie irgendwie. Und man hat eine spätere Welle, wenn die ganzen anderen Kleinkrams schon tot sind, kommen da nochmal 4 raus. Gerade wenn vielleicht der Melting Point oder die Sniper den Overlord ins Visier nehmen wollen. Ist, kann unter Umständen ganz gut sein. Er hat den Elite-Marksman direkt geholt. Das heißt, mehr Reichweite und mehr Angriff. Und das erhöht sich mit jedem Level nochmal zusätzlich. So, ihr seht, die Wespen wurden gespawnt hier von den. Jetzt kommen wieder ein paar neue raus. Da sind sie hier auch. Ne, und die Sniper und der Melting Point nehmen die ins Visier. Und die Overlords können weiter die alle wegmachen. Sehr schön. Habe ich diese Runde. Ja, ich habe wieder einen Kredit geholt, ne? Also. Absolut nicht nachmachen, was ich hier tue. Es hat jetzt in diesem speziellen Fall funktioniert, weil ich auch keine andere Möglichkeit gesehen habe. Und ja, naja. Don't try this at home. Hier hatte ich auch überlegt, den Luftschlag zu nehmen, habe mich dann aber für Improved Firepower Control entschieden. Hat dann hier der Overlord bekommen und ein Level Up diese Runde oder letzte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe die Schilder aufgestellt, weil mir schon klar war, dass er wahrscheinlich den Luftschlag holen wird. Oder was heißt, klar war es mir natürlich nicht, ne? Aber die Vermutung lag relativ nah, weil es eine sehr starke Karte ist. So, ich habe auch hier bisschen Kleinkram noch geholt. Was war noch neu diese Runde? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Ah, Sniper bekommt nochmal ein Upgrade. Und hier die Sledgehammer. Und zwei paar Crawler hatte ich geholt, genau. Ne, ihr seht, ich hol schön den kleinen Kram. Weil er hat starke Single-Targets. Ja. Single-Target-Schaden. Er hat jetzt den fünffachen Strahl geholt für den Melting Point. Außerdem Reichweite. Aber die war ja auch schon vorher da. Das heißt, er ist jetzt natürlich weniger anfällig für die Wespen, die hier rauskommen. Ne? Weil der kann deren 5 auf einmal wegmachen. Das heißt, die 4, die rauskommen, macht er eigentlich gerade weg. Boom, und kann dann den Overlord weitermachen. Ja, wie ihr seht, hier Stufe 3 Overlord ist direkt weg. Keine Chance. Runde 7. Ja, hier hatte ich jetzt lange überlegt, was ich nehme. Erst dachte ich nehme die Javelin, den Orbital, um den hier rauszunehmen. Dann dachte ich aber, oh, er wird ein Upgrade holen und dann killt er das nicht mehr. Bringt mir da nichts. Und ansonsten war mir nichts. Ja, gut, hier hätten wir es eigentlich vielleicht drauf machen können. Ich habe mich aber dann für den Vulcan entschieden. Ich hätte vielleicht einfach überspringen sollen und 50 Geld mitnehmen, statt 200 ausgeben. Naja, er hat den Orbital Javelin geholt. Das heißt im Endeffekt, ja, wenn ich kein Schild hier vergebe, ist das Ding hier instant kaputt. Ich hole mir noch einen Overlord dazu, Reichweiten-Upgrade. Hab kurz überlegt, den hier zu platzieren. War mir dann aber zu riskant, dass er direkt drauf geht, ohne viel zu machen. Und dann habe ich mich dann für die safere Variante hier unten entschieden. Tja, also, wenn ich kein Schild baue, dann geht er kaputt. Ich baue kein Schild, ich habe den Kredit schon ausgegeben, also schon geholt. Denn wenn man einmal damit anfängt, kommt man nicht mehr aus der Spirale raus. Und die Folge ist jetzt, dass der direkt kaputt geht. Die Sledgehammer sind mittlerweile auf Stufe 4. Sehr viel Kleinkram überall. Oh, das tut weh, ne? Direkt kaputt gegangen. Aber heißt auch, die ganzen XP von dem starken Stufe 3 Overlord werden gleichmäßig verteilt auf jeden Kleinkram, den er hat. Auf seine Crawler, auf seine Wespen. Okay, auf den Wespen ist es ja noch ganz gut, aber auf dem Crawler willst du halt die XP nicht haben. Anders hätte vielleicht der Melting Point die komplett gekriegt, ne? Also. Trotzdem ist es natürlich für ihn sehr gut, dass er dann die Runde gewinnt. Und wenn er die Runde verliert, bekommen seine Einheiten wahrscheinlich auch weniger Erfahrung, als wenn er gewinnt. Also. Naja, wenn man kaputt geht, ist nicht so leicht Erfahrung zu kriegen. Die Runde ging jetzt an den Gegner, aber nach dem Luftschlag, ja, auch nicht anders zu erwarten. Ich entscheide mich jetzt hier für Säure. Gegner macht's genauso. Ich platziere es direkt hier an dem neuen Melting Point. Diesmal habe ich gelernt und platziere drei Schilde, die so das Wichtigste bei mir abschirmen. So, ich habe mir auch direkt wieder einen Kredit aufgenommen. Im Endeffekt, jedes Mal mache ich Minus, ne, wenn ich das mache. Und dann habe ich mir zwei paar Mustangs geholt, die sind direkt auf Stufe 2, habe die schön weit hinten platziert, dass die erst möglichst spät ins Geschehen kommen, weil seine Wespen, die haben einfach echt gestört auch. Und dann hatte ich noch ein Upgrade geholt. Was hatte ich denn? Genau, hier. Elektromagnetischen. Auf den Snipern. Damit die hier
ihre ganzen Fähigkeiten verlieren. Ihre Heilung, Aufteilung und Reichweite. Ja, wenn die Sniper jetzt drauf schießen, bekommen die eine elektrische Störung. Und die verlieren ihre Fähigkeiten. Ne, und dann sind die wieder anfälliger für die Wespen, die hier gespawnt werden von den Overlords. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, ist größer. Und genau das ist auch passiert. Die Wespen und Overlords machen am Ende die Runde. Und damit geht die knappe Runde an uns. Ja, war eine gute Runde. Also Elite-Spezialisierung ist gar nicht meins. Hat jetzt ganz gut geklappt irgendwie, aber auch mehr so biegend und brechend. Und hätte man vielleicht auch, also naja. Ich spiele lieber mit anderen Spezialisten. Aber es war ganz cool, mal auszuprobieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Spezialisierung so findet. Oder was ich anders hätte machen sollen, um die optimal zu nutzen. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.